letzten zwei Tage sind wir alle zusammen mit dem Fahrrad von München nach Venedig gefahren, um Aufmerksamkeit für Du musst kämpfen zu erzeugen, die einen ganz tollen Job machen in der Unterstützung von krebskranken Kindern und Jugendlichen. Und die Idee ist eben, unter der Flagge hier zu fahren und Spenden für die Organisation zu sammeln. War gut, da war ja leichtes Gewicht von Vorteil. Hier bergab habe ich gerade ein bisschen gelitten und musste da den großen Jungs den Vortritt lassen. Mir hat das Knie teilweise wehgetan. Der härteste Moment war eigentlich nach der zweistündigen Schlafpause um 4 Uhr bei Trient, als es dann direkt nochmal 300, 400 Höhenmeter steil bergauf ging. Insgesamt bin ich froh, dass wir es gemacht haben, auch wenn es echt hart war. Die Einfahrt hier nach Venedig rein, haben sich dann alle mega gefreut, dass wir endlich da sind. Wir haben es ja doch eigentlich alle sehr gut durchgezogen. Eine Rolle war das Auffüllen der Flaschen. Der Silvio, der hat sich gedacht, bei Kilometer 406, Sophie hat genug Flaschen aufgefüllt, jetzt geht es auch noch mal aufs Rad für sie. Persönliches Highlight war, als wir auf dem Brennerpass angekommen sind. Das war so ein bisschen der Moment, wo wir dann sozusagen die Alpen überquert hatten. Reine Fahrzeit 15 Stunden und dazu mit Pausen 20 Stunden 35. Ich freue mich total, dass die Mission erfolgreich war. Great success!